der Jugendleiter-Podcast. Tipps und Ideen für deine Jugendarbeit. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode des Jugendleiter-Podcasts, deinem Podcast mit Tipps und Ideen für die Gruppenstunde und das Ferienlager. Vielleicht kennst du die Situation so auch. Du bist in deiner Gruppenstunde gerade und irgendetwas nervt dich. Du bist gestresst, ein Kind regt dich auf, sein Verhalten stört dich und du fühlst dich einfach unglaublich angespannt und bist nicht locker und in der Situation, in der du für Kinder da bist. Wie kannst du nun etwas weniger genervt und gestresst sein? Dem möchte ich mich in den nächsten Minuten widmen. Und ja, zuerst einmal musst du lernen, dass für diese Gefühle nicht die Kinder verantwortlich sind, sondern du selbst. Jeder ist für seine eigenen Gefühle verantwortlich. Das heißt, du musst dir in dem Moment vielleicht auch die Zeit nehmen, indem du mal kurz rausgehst, indem du dich kurz etwas zurückziehst und in dich selber hineinhorchst. Was ist gerade bei dir los? Was macht dich so angespannt? Was stresst dich? Was nervt dich? Schau, was dahinter steckt und ja, merke selber, was bei dir los ist. Das ist so der erste Schritt, dass du herausfindest, was ist es wirklich, was mich gerade nervt. Wenn du herausfindest, dass es wirklich das Verhalten eines Teilnehmers oder eines anderen Jugendleiters ist, dann suche das Gespräch und dann sind diese ganz besonderen Ich-Botschaften wichtig. Wie empfinde ich in diesem Moment, also wie empfindest du in diesem Moment das Verhalten der anderen Person? Welche Bedürfnisse hast du jetzt gerade? Das musst du kommunizieren und mitteilen, damit der andere dich versteht. Nicht, ich finde, dass du das so und so machst, ich entnehme wahr oder mich stört, dass du das und das machst. Also nicht in den Angriffsmodus gehen, nicht attackieren, sondern was ist bei dir los und sorge für Verständnis. Kommt so ins Gespräch und ja, tauscht euch aus, welche Bedürfnisse hast du, welche Bedürfnisse hat dein Gegenüber und ja, versucht so die Situation aufzulösen, um durch gegenseitiges Verständnis euch aneinander anzunähern. Gegebenenfalls musst du auch mehr lernen, deine Erwartungen etwas runterzuschrauben. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich passieren kann, aber woran du einfach an dir arbeiten kannst. Nach und nach solche Situationen analysieren, merken, warum hat der andere so reagiert, warum ist der andere vielleicht so, Verständnis erzeugen bei dir selbst für andere und ja, die Erwartungen an andere und auch an dich selbst etwas nachregulieren. Manchmal hilft es auch einfach zu lachen. Das heißt, nimm dich vielleicht aus der Situation raus oder brech die Situation als solches auf, macht eine lustige Aktion, macht etwas, was dir in dem Moment auch Freude macht und ja, brech so das Verhalten auf, was dich stört. Wenn du generell aus dieser Situation nicht rauskommst, dann würde ich dir sagen, such dir Hilfe. Das muss jetzt kein Therapeut sein, den du aufsuchst, aber komm ins Gespräch mit einem anderen Jugendleiter, mit einer Vertrauensperson und ja, reflektiert gemeinsam in Ruhe außerhalb der Situation, was da los ist und sprecht gemeinsam über Erfahrungen, über angemessenes Verhalten und ja, versuch so einen Ausweg zu finden, indem du dich außerhalb der Situation trotzdem stellst und Menschen, die vielleicht die andere Person, die dich stresst oder nervt, auch kennen, dass ihr da gemeinsam einfach auf die Situation schaut und euch austauscht und Lösungen findet. Ich hoffe, dass diese Tipps dir helfen, etwas weniger genervt in Gruppenstunden zu sein, etwas mehr Entgegenkommen entwickeln zu können in Situationen, die dich nerven und ja, einfach, dass deine Jugendarbeit etwas entspannter wird. Wenn du mehr Tipps für deine Jugendarbeit brauchst, dann schau bei mir im Blog vorbei. Du kannst den Jugendleiter-Newsletter abonnieren, die anderen Episoden des Podcasts anhören oder mir auf Instagram, Pinterest, Twitter oder Facebook folgen. Und ja, beim nächsten Mal hoffe ich, bist du auch wieder dabei. Mach's gut, bis dann.